So Leute, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Fleischer mit V. Um echt zu sein, übernehme ich die Aufnahme, ist jetzt gerade das 2. Mal gestartet. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, was haben wir erledigt. Nicht viel, doch Quatsch, hier, die hier haben wir angebaut, die haben wir angebaut, die haben wir angebaut und. Ich starte diese Aufnahme jetzt das 2. Mal, weil wir haben eine Alarmanlage im Haus und quasi genau zum Start der Aufnahme ist diese losgegangen und zwischendurch habe ich gesehen, war schon 22.08 Uhr, also ich habe hier einfach die Zeit zurückgedreht. Achso, okay, mal ganz kurz nochmal, so, die Zeit zurückgedreht und alle Zombies sterben lassen, die kamen bisher und jetzt nochmal neu angefangen quasi von hier. Ja, wir hatten so ein kleines Molotov-Problem, aber das konnten wir scheinbar lösen hier, ein Stück weit jedenfalls. Das sieht gut aus. Kann ich noch ein paar machen, ja. Also, das kann sein, die Hordennacht zwischendurch nochmal unterbreche, weil die Alarmanlage vielleicht wieder losgeht oder sowas. Kann nämlich auch ein Tier vor der Tür gewesen sein. Ja. Wir werden sehen. Ja. Mal kicken, was das wird heute. Ich hoffe auch, ich habe damit die Horde jetzt nicht zerstört. Ja. Ich hoffe, ich habe die Horde jetzt nicht damit kaputt gemacht. Kann aber sein, also seid mir nicht böse, falls es so ist. Ich gebe mir alle Mühe. So, jetzt haben wir die Mollys am Start. Jetzt könnten wir nochmal ganz kurz, das wollte ich nämlich eigentlich noch machen, hier einfach mal kurz die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen und ein bisschen XP scheffeln und aufwerten die Scheiße. Ich spreche gerade schon wieder ein bisschen leise, aber wird schon, ne? Ja, ich bin ein bisschen, ja, ne, ihr wisst ja, wie das so Alarmanlage losgeht. Für den Grund hat man ja so ein Ding. Ich habe jetzt nichts erkennen können. Von daher gehe ich jetzt davon aus, dass nicht alle, dass alle gut ist und nichts ist. Naja, aber es schwebt ja so mit. So, das ziehen wir jetzt mal ganz kurz durch. Bis 22 Uhr und dann hoffen wir einfach das Beste. Wie viele Mollys kann ich jetzt machen? Jetzt hier nochmal 25, ja, das wenigstens was. Ich wollte eigentlich noch die. Na? Geht nicht, oder was? So. Ich wollte eigentlich noch die Dings aufwerten. Achso, die nachladen, die euren Turrets unten. Das mal on the fly machen. So. Ich hoffe, ich hab jetzt hier keinen groben Schnitzer gemacht. Und die ersten Spucker, die kommen, ballern sich hier rein. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen bitter. Ah, wir hoffen das Beste. So. Na, das sieht doch fast so aus, als müsste das so. Dann schmeißen wir den kurz aus der Tasche. Dann geht es nämlich auch schon los. Machen wir erstmal hier hin. Zack, zack, zack. Die hier hin, dahin. Das raus. Noch irgendwas raus. Nö. Alles wird gut. Oh, da habe ich natürlich gleich was fallen lassen. Bitte. Honig habe ich mir absichtlich geholt. Da sind nochmal 6 Mollys drin. Die 5 können wir nochmal nachladen. Aber die ist, glaube ich, nur so, so, so. Und dann laden wir die noch nach. Ah. Ach, shit. Das ist natürlich jetzt bitter. Das ist natürlich jetzt bitter. Wie kriegen die Horde wieder hin? Ah, shit. Schade. Er ist kaputt. Ich hoffe.
Na gut, ich probiere mal was. Wir hören uns gleich wieder, hoffe ich. Also, sag mir nicht böse. Bis gleich. So, das ist ein kleiner Test jetzt. Ich habe diese Horde, ich habe den Spielstand quasi gespeichert, nochmal neu geladen und habe eingegeben, jeden Tag eine Horde. Dementsprechend weiß ich nicht, was jetzt passiert. Kann sein, dass nichts passiert. Kann auch sein, dass alles passiert. Sieht aber nicht so aus. Ach man. Ich hab's kaputt gemacht, glaube ich. Also wenn wir folgendes ausprobieren. Set Time. 49, 21, 55. Dann machen wir das so. Dann überspringen wir jetzt ein paar Tage. Da kommt direkt auch der Error rein. Ich sehe gerade, dass mein Leben ganz schon weit unten ist. Natürlich doof. Ja, dann geht das jetzt hier los. Und dann, oh Mann. Dann sind wir natürlich jetzt hier auch völlig falsch. Und ich habe natürlich meine Waffe liegen lassen. Wow. Also gehen wieder darüber. So viel steht fest. Ich müsste mal was anmachen, ja. Und du müsstest was anderes anmachen. Oh, das hat ganz vergessen, ey. Komm, turn on. Jawohl, da haben wir doch. Vor lauter Aufregung, nicht ganz vergessen. Bleibt der jetzt? Ja, das sieht gut aus. Oha. Na, dann wollen wir doch mal hoffen, dass das gut wird. Ja. Oha. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich diese... Oh, Alter. Dass ich diese Dicken wegkriege. So weit sieht ja gut aus. Natürlich. War klar, dass mich nicht mehr. Ich meine, keine Horde Nacht oder Feuer, ne? Unterm Arsch. Ist aber klar. Bisher läuft es gut. Oh, da ist gerade was. Ich bin lange nicht hier immer schön im Kreis bewegen und so. Kann es auch ganz gut werden. Oh. Die Dicken muss ich wegbringen. 36.000 XP. Oha. Oha. Achtung, XP-Counter. Da müsste gleich ein ordentlicher Sprung kommen. Geht. Ja. So machen wir das weiter. Wo hat denn der geballert? Frag mich jetzt gerade. Wo ist der denn geballert? Na, falsche Waffe. Nein. Die sind leer. Ach, warum komm? Scheiße. Was mit dem? Okay. Komm schon.
Oha. Da hat sich gerade eher eine Luft gesprengt. Da liegt Zeug. Ah, bisher geht's mir gut, also. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Probleme. Fällt mir ein, ich habe noch eine Leiter vergessen. Bei Minen ist noch keiner im Arsch. Scheinbar. Oh. Da ist hier mal so ein großer. Das läuft gut. Bin ich nicht beschwert. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus so. Aber noch ein paar, ja. Leben die alle noch, oder? Level up. Ach, guckt jetzt an. Der will da rein unten. Schon wieder eine Ansammlung unten drin, ey. Was ist denn hier mit dem Crossbow? Das ging gut. Jo. Da warten wir kurz ab. Ah, hier. Oh nein. Oh nein. Ah ja. Das ist einer von denen. Habe ich ihn erwischt? Jetzt kommt ja endlich der Vogel. Mann, das ist doch scheiße, dass ich die nicht mal von da erwische. Nee, ich habe nicht erwischt. Irgendwie finde ich komisch, dass die... Ob ich da mal runter muss und reparieren? Nee, da ist keiner drin. Also einen Explosion-Typ haben wir jetzt erwischt schon. Also der hat uns erwischt, so. Ach, wisst ihr, wer der noch erwischt hat? Sehe ich gerade. Warum gehen die nicht? Der geht noch. Boah, wir haben zwei von den Rädern verloren. Komisch, dass der nicht funktioniert. Vielleicht ist er kaputt. Shit. Oh nein, ich sehe ganz Böses. Ich sehe ganz Böses. Ich sehe ganz Böses. Die sind da unten drin. Oh nein. Überhaupt nicht gut. Ja, das ist der letzte Tag, an dem dieser Beiß funktioniert, glaube ich. Ja, so funktioniert es nicht normal.
Will er mich verarschen? Was ist denn das für ein Typ? Oh, ich bin ein bisschen gestresst gerade. Gucken. Okay, noch sind sie nicht durch. Jetzt lass mich doch hoch. Willst du mich verarschen? Nein, nein, nein. Das war alles. Den habe ich erwischt. Der ist meiner. Oh, da kommt noch einer. Wow. Ich zieh die mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob das was bringen wird, aber. Oh, tatsächlich, ja. Boah, ey, das ist natürlich jetzt richtig. Ah, die sind auch schon alle. Oh nein. Kommen sie rein. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Meine Damen und Herren, hier gibt's nichts zu sehen. Wer will noch nicht? Da hinten. Sollte ich eigentlich halten können, trotz alledem. Da bin ich mir ziemlich... Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das halten kann, so. Trotzdem. Vier Stunden. Oh ne, die sind unten drin. Ey. Jetzt wollen sie mich aber wirklich. Ah, da hat er ein Loch in meine Base immer. Unfassbar. Hm? Ich bin ein bisschen entspannt, wie ihr merkt, wahrscheinlich. Hat nur bedingt. Siehst du das nicht? Ah, shit. Kannst du da nicht runterschießen? Doch, kannst du. Ey, die sind da unten drin. Die gehen auf den Motor. Oh nein. Und da haut mich doch gleich. Ein Vogel, raus. Ein Vogelhaus. Super. Nachdenken. Lauf. Hm, okay.
3 Uhr. Wie komme ich denn jetzt hoch? Ich ziehe die hier einfach durch. hier war ja nicht. Shit. Kann ich halt Dings bei? Die brennen ja nicht mal. Ach, sehr bitter. Komm ich hier hoch? Bitte ich. Bedingt. Nicht die Bars. Okay, ich habe sie erstmal von der Base weggelockt. Jetzt müssen wir ganz kurz nachdenken. Molotov hat nicht mehr. Ich habe noch eine Machine Gun. Ich habe nicht mehr so viel Munition, wie ich eigentlich dachte. Wir haben noch ein paar Pipe-Amos. Crossbow ist leider hinfällig jetzt. Komischerweise kommen die hier nicht hoch. Das war schon damals so. Sind die jetzt langsam? Aber wahrscheinlich nicht alle. Dass ich dich jetzt gerade überlegt habe, wundert mich ein bisschen. Okay, ich hätte jetzt eine Leiter. Oh, da passen sie ja 12 drin in den Neumann. Okay. Haben wir noch irgendwas Interessantes in der Tasche? Eine Kontaktgranate. Eine Kontaktgranate. Kann ich mir hier vielleicht ein Loch in die Decke machen? Hallo, Mann. Ich habe ja jetzt gerade nichts anderes, um nur eine Feuer ist. Na, kommt ihr jetzt unter mich? Nee, nicht so wirklich. Hat ein Messer bei? Nee. Könnte sie jetzt wieder hier rüber zaubern? Alter, guckt euch das Loch an. Ja, also da kann ich auch tja, diese großen dicken Hans. Das war jetzt der Test. So macht man das eigentlich, ne? Die macht ja Alarm.
Na gut, wir gehen da mal runter. Nach dem, oder? Wie viel kriegt er raus? 4. Die waren auch echt fies, diese Staffel. Und hier hat gedacht, ich schieße hier gegen. Und dadurch, so kommt, Freunde. Boah, Fleisch schon mal. Da hat aber jeder gedacht, das geht ja schief, ne? Wartet jetzt mit dem? Ich hole mir noch einen. Oh Gott. Ich muss echt meine Base überdenken. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Vor allem alleine, wie viel? Steht die wieder auf? Nee. Wie viele Tage willst du unter Wasser und unter der Erde verbringen? Nur um Eisen zu holen, um die ganze Stadt wieder aufzubauen und so ein Kram. Alte Scheiße, ey. Bisschen Schock gerade. Merkt man ja, ich glaube ich. Was haben sie jetzt hier irgendwas gemacht? Ne, hier ist nichts kaputt, da ist nichts kaputt. Und der Generator steht noch. Sie sind jetzt nur hier runter und dachten, sie verlustieren sich mal. Und das war's. Also sie wollten einfach nur zu mir scheinbar. Ich sollte mal das erstmal ausmachen. Na, komm schon. Nicht da reinfallen. Oh, der wackelt aber schon ordentlich. Mein Gott, Beine. Oh Mann. Ja, gut. Also, ich habe keine Ahnung. Nee, ich wollte das ausschalten hier. Das ist jetzt so ein bisschen eskaliert. Aber irgendwie war mir das schon klar, dass das kann ja nicht ewig so gut gehen. War ja klar, wir sind jetzt endlich Game Stage. Ja, 170 ist das, ne? Wäre jetzt ein Glück auch nicht gestorben. Aber... Weg mal. Scheiße, ey. Oh, Hazmat Cloths. Cool. Leather Chest Armor. Ja, gut. Ich sag mal so, Leute. Das war's für diese Folge. Ich muss mir jetzt echt überlegen, was wir jetzt hier machen. Das Coole ist, das Stahl hat alle soweit ganz gut überstanden. Ist das richtig? Ganz kurz mal. Können wir das mal kurz prüfen. Können wir das mal prüfen eben. Das
Irgendwas Interessantes? Ein Mining-Helm, blau. Wow. Oh, das ist aber cool. Ein Hunting-Knife. Ein Schönet. Fällt mir gut. Ja, ein Schönet. Das gleiche ist halt nur eine Farbe, ne? Ja. Doof. So, hier ist nichts. Dann unten, ja. Da ist. Bis hier. Ein paar tausend. Hier fehlt ein bisschen was. Da fehlt eine ganze Menge. Oh Mann, ey. Da fehlt eine ganze Menge. Also es waren wirklich nur die Demolations-Boys hier, die sich hier den Weg gebahnt haben. Und auch nur wegen den Blades, meine ich jetzt. Oder ich habe sie getriggert, das kann sein. Dass sie zumindest den zweiten Weg getriggert haben, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Da brauchen wir Scrap. Ja, so viel kann man sagen. Scheiße, ey. Aber was macht man denn so und so? Also, ich verstehe nicht. Wohin soll so eine Basis gehen? Also, da muss ja wirklich. Du musst ja fast so ein Killing Floor-Dings oder irgendwas in der Richtung machen, sonst. Sonst kannst du doch eigentlich ja nicht lange überleben. Oder du machst deine Base so riesig. So ausladen quasi. Mit überall Fallen, wo denn auch real ist, ob man eine Dings. Wie heißt hieß quasi gar nichts. Stahl braucht man zum Reparieren. Auch nicht schlecht. Hier ist wirklich. Das war's. Komischerweise haben sie an diesem. Den krieg ich jetzt nicht ganz. Haben sie sogar hier dran angefangen zu hauen, das, was ich nicht verstanden habe. Einfach weil er hier steht oder so. Ja. Also. Puh. Gut, wir werden das hier wieder aufbauen. Das wird doch relativ leicht gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir das wieder zu. Wir verstärken es natürlich extrem. Und setzen nochmal alles auf Stahl. Hier drin geht das alles. Aber zumindest diese Pfeiler müssen Stahl werden. Und, ja. Tja. Dann vielleicht nochmal den inneren Kreis da aus Stahl machen. Hier. Ich weiß gar nicht, der war ja nicht weiter aufgewertet, glaube ich. Nee. Das machen die auch so weg. 2500, da sagt er. Was? Kommst du mir mit 2500? Willst du mich verscheißern? So ungefähr. Haben die gerade mit mir gesprochen? Hatte ich gehört. Ja. Jetzt weiß ich nicht. Packe ich wieder zurück auf Tag. Eigentlich haben wir ja Tag 43 jetzt. Packe ich wieder zurück. Wahrscheinlich kriegt dann aber Tag 49 keine Horde und so. Also keine Ahnung. Was das jetzt wird. Ich weiß eins. Ich muss was machen, denn so bleibt die Base nicht noch einen Tag stehen. Also nicht noch einen Hordetag schafft die so nicht. Und ich muss kurz ausloggen, wieder einloggen, um diesen Horde-Modus wieder ernst zu machen. Wie sieht es eigentlich da aus? Geht. Gar nicht so kaputt. Na gut, Leute. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst mal ein paar Kommentare da. Sagt mir mal, was ihr machen würdet. Ich überlege jetzt schon tatsächlich die Blade Traps einfach ausladend hier ein bisschen zu verteilen, außenrum. Um möglichst viele vorher schon abzusäbeln.
Ja, das überlege ich. Ich weiß noch nicht. Aber ich will nicht, eigentlich will ich nicht, nur noch mal zur Information, ich will nicht noch mehr exploitable werden, sozusagen. Also das ist ja schon, die Base, so wie sie ist, ist ja schon irgendwo ein Exploit, weil die Leute, also die Viecher, ach, da hätten wir ja noch ein bisschen ab, kommen ja da ja nicht so rauf. Und das ist ja dann schon irgendwo nicht so gut. Aber andersrum, wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Ich weiß es nicht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich winke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.